Ja, und herzlich willkommen hier zurück bei Iron Talk, Bioshock Infinite. So, wie versprochen, wir gehen jetzt gleich ins Haus rein. Und ja, ich wusste es. Ich wusste es. Ich fange mit dem Ladebildschirm an. Okay. Geschafft. Hi. Okay. So, wir nehmen das Geld auf jeden Fall mit. Was haben wir hier? Aha. Boah, 1200 auf Teufels wieder umzusetzen. Das wirst du bereuen. Und Salz. Salz da. Alter Seemann! Ist ja schon ganz. Halte den nieder! Du ein Tor! Noch einer? So. Na gut. Wir nehmen erstmal den Rest hier ein. An Häftlingen getestete Produkte für Ihre Sicherheit. Was? An Häftlingen getestete Produkte? Also den Raben finde ich nicht so prall. Ist leer, gut. So, sonst ist hier glaube ich gerade nichts mehr. Was? Ah, guck mal hier. Oh. Okay. Oh, ist leer. Ja, na gut. Kommen wir da vielleicht doch irgendwo rein? Ja, sehr schön. Okay. Hier wurde schon alles ge... Oh. Nehmen wir alles. Achso, das Ding ist aufgefüllt. Ja, aufgefüllt. Okay. Ne. Hier haben wir jetzt nichts mehr auf der Seite. Okay. Ist voll, 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 voll. Okay. Da lang. Achso, nur die Tür ist offen, deswegen. Ja. Okay.
ist immer noch das Teufelsding. So, mal gucken, wie viel kriegen wir denn jetzt? 602 haben wir. Wow, 10 Stück. Na gut. Verzeihung, Sie haben keinen Zutritt zu Monument Island. Sie müssen gehen. Personal erreicht die Insel über die Skyline. Die Skyline, Sir. Diese Dinger, mit denen die Cops da vorhin bei der Verlosung ankamen. Diese Linie geht nach Monument Island. Mal probieren. Ach so. Oh. 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 Hä? Ach, hier lang geht's. Holt ihn euch! Es gibt eine Gefahr. Eine Bedrohung. Verlaufen lassen. Aber gut, dass wir es gemacht haben. Ja, keine Ahnung. Wollen wir nochmal Schild machen? Boah, das wird minimal erhöht. Okay. Okay. Keiner. Gut. Weiter geht's. Und der Herr sah, dass die Schlechtigkeit des Menschen groß war. Da reute ihn, dass er gemacht hatte, den Menschen auf Erden. Regen. 40 Tage und 40 Nächte lang. Und er tilgte alles Leben vom Erdboden. Seht ihr, meine Freunde, selbst Gott hat das Recht auf einen zweiten Versuch. Und was ist Columbia anderes als eine zweite Arche für einen zweiten Anlauf? Okay. Na, ja, weiter geht's. Nichts, er ist runter. Hohoho. Ich trete hier keine Türen ein. Weißt du, was für ein Gesindel hier wohnt? Weißt du, was der Kerl getan hat? Was erwartest du? Nein, dass wir es ernst meinen. So. Ist nichts Besonderes. Oben ist noch eine Skyline. Wenn ich irgendwie höher raufkäme, käme ich wohl ran. Sehr gut. Also, ha. Einfach ausgeschaltet, die Kollegen. Macht ihn einen Kopf kürzer! Du wirst hier sterben! Na los, komm raus, mein Freund. Na, wer wird hier schon sterben, hä? Ich oder du? Ja. Oh. Keine Ahnung, was ich jetzt gerade aufgehoben habe. Verbrannt.
Ja, Geld nehme ich auf jeden Fall immer mit. Immer. Jetzt haben wir schon ordentlich 600 Tacken. Okay, darüber. Wertest mit flammendem Schwert auf Engelsflügeln. Behüte mich und gib mir Kraft. Vater Washington, erhöre mich. Okay. Rauf aufs Dach und diese Skyline nach Monument Island nehmen. Ich weiß, was du hier willst, falscher Hirte. Ich sehe jede Sünde, die deine Seele verfinstert. Wounded Knee, die Pinkertons, Alkohol, Glücksspiel und natürlich Anna. Und jetzt, um die Schuld zu tilgen, willst du mein Lamm rauben? Doch nicht jede Schuld lässt sich tilgen. Booker. Du kennst mich nicht, Kumpel. Die Prophetie ist mein Beruf, Mr. DeWitt. So wie Blut der Ihre ist. Wissen Sie, warum diese Männer für mich sterben? Ich habe ihnen eine ruhmreiche Zukunft vorausgesagt. Und so sind sie zufrieden. Was führt Sie nach Columbia, Booker? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld? Das führt zu Blutvergießen, DeWitt. Aber so endet es ja immer, nicht? Es endet immer mit Blutvergießen. Oh. Himmel. Oh. Du willst mein Lamm auf Abwege führen, aber dein Stab ist krumm und dein Pfad gewunden. Geh zurück in das Sodom, aus dem du kamst. Okay. Geh zurück! Oh. Ach du Scheiße. Haltet sie auf! Finden, um nach Monument Island zu kommen. Okay. Also. Da stelle ich mich jetzt nicht drauf. Nee, hier geht's sicher auf. Hier? Okay, eine Priesterin. Keine Sorge, ich tue dir schon nichts. Pass auf, aber die tut mir gleich was. Okay, ich krieg das Ding schon irgendwie flott. Der Herr vergibt alles. Aber ich bin nur ein Prophet. Ich muss nicht vergeben. Amen. Amen. Was hier raus?
Scheiße! Das war knapp. Puh. Okay, das haben wir alles drin. Ja, brauchen wir im Moment gar nichts. Krähenhilfe bewirkt das Opfer von Krähen. Ja. Allerdings würde ich gerne den hier. Kann man das irgendwie einstellen? Nö. Oh, Bereich verlassen. Oh, das war's schon. Okay. Willkommen auf Monument Island. Okay. Ah, da ist es. Monument Island. Möchte bloß wissen, wieso man sie hier entsperrt. Okay. Die Sprossen des Propheten wird den Thron besteigen und die was? Weltliche Gebiete in Flammen hüllen. Achso. Super, also alles was Landboden ist, zerstören. Ja. Yeah. Also hier war schon jemand vor mir. Eindeutig. Okay. Ich schätze, selbst in einer gesicherten Abteilung brauchen die weißen Jungs einen, der die Böden schrubbt. Diese ganzen Politiker und Wissenschaftler achten nicht darauf, was sie in meiner Gegenwart sagen. Weil ich ja nur ein dummer Farbiger bin. Aber ich merke, dass sie eine Höllenangst haben vor dem Ding, das sie da oben eingesperrt haben. Ja, sie haben einen Tiger am Schwanz gepackt und jetzt wissen sie nicht, ob sie ihn festhalten sollen oder weglaufen. Ach so. Was ist das? Okay. Muss man das verstehen? Nö, ja. Aber das hier ist klar. So. Okay. Stunden Quarantäne. Wozu die wohl gut sind? Ein roter Teddy. Ein grünes Buch. So, wir können aus alt noch neu machen, sozusagen, oder was? Okay. Hm. Okay, da rein soll ich.
Und was machen die mit ihr? Auf jeden Fall nix Nettes. Mr. Thompson, ich habe wie verlangt die gesamten Batteriesicherungen ausgetauscht und die Lichter funktionierten alle letzte Nacht? Jetzt geht's wieder los. Wir verbraten in letzter Zeit kartonweise Sicherung nur für den Zipfern allein. Ich kann nicht. Oh Gott. Oh, da passiert irgendwas. Was? Ja. Okay. Von ihr haben sie Fotos gemacht beim Umziehen. Die beobachten sie. Pädophilen. Ja. Kaffee. Okay. Achso, zugedecktes Fenster. Okay. Irgendwas macht die da. Tut die da jetzt singen oder was? Achso, sie tanzt jetzt, okay. Okay. Also die haben sie gefoltert, beobachtet und gefilmt. Sich seine Zukunft vorzustellen ist eine Sache. Sie zu sehen ist eine andere. Denn ich habe die Saat des Feuers gesehen, die das Sodom unter uns auf das Kommen des Herrn vorbereiten wird. Aber Elizabeth wird diese Saat aussehen, nicht ich. Ich werde fallen, bevor die Aufgabe erfüllt ist. Doch sie wird meine Rolle übernehmen. Der Herr ruft mich zu sich. Ich spüre seine Liebe in jedem meiner Tumoren. Denn sie sind das Schiff, das mich in seinen Hafen bringen wird. Und ich trete freudig ab, da ich weiß, dass Elizabeth meinen Platz auf Erden einnimmt. Doch der falsche Hirte kommt und führt meine Herde auf Abwege. Ich besteige das Schiff erst, wenn sie sicher ist vor seinen Täuschungen. Oh, wir nehmen doch mal ein bisschen Magie. Mega Subwoofer, also hier soll eine fette Party laufen. Oh, Quarantäne. Okay. Push the button. Kann auch das da hinten öffnen, oder?
Oh, ich habe gar keine Waffe mehr in der Hand. Hier haben sie beobachtet hierdurch. Ach so. Okay. Testobjekttransaktion. Ein kleiner Raum. Da müssen wir hin. Okay. Still. Es ist sie. Hi. Okay. Dinnerroom oder Esszimmer. Also ein bisschen Englisch kann ich ja schon, ja, also. Okay. Ich habe keine Ahnung, was mit dieser Frau sich auf sich hat, gebe ich ehrlich zu. Ach, sie wäre so gerne in Frankreich, in Paris. Oh! Was ist? Oh Mann. Was immer das war. Es hat nichts mit meinem Job hier zu tun. Ja, sau geil. Ich will öffnen. Okay. Die kann einfach Portale setzen aus Bildern. Dieser Job wird immer mieser. Was macht dieses Mädchen so anders? Ich vermute, es hat weniger damit zu tun, was sie ist, als damit, was sie nicht ist. Ein kleiner Teil von ihr bleibt dort, wo sie herkam. Es scheint, das Universum mag keine Vermischungen. Okay. Das ist der goldene Käfig. Wo die drin lebt wahrscheinlich. All der ganze Scheiß und trotzdem einsam. Ist schon. Ja. Bibliothek. Na los, ab zur Bibliothek. 7, 8. Okay. Heilige Scheiße. Okay, ich schaff das. Oh, wir sind auf der Stahltour, okay. Oh Gott! Oh Gott!
willst du wohl aufhören? Hörst du jetzt auf? Ich tu dir doch nichts. Wer sind Sie? Mein Name ist DeWitt. Ich bin ein Freund. Ich soll dich hier raus. Gehen Sie weg! Schöne blaue Augen. Sind Sie echt? Ziemlich echt sogar. Kommt. Sie müssen gehen. Warum? Er darf Sie auf keinen Fall hier sehen. Kleinen Moment noch, ich zieh mich gerade an. Ich kann dich hier rausbringen. Man kommt hier nicht raus, glauben Sie mir. Ich hab's versucht. Jetzt warte doch, es reicht. Wie wär's damit? Was ist das? Damit kommen wir hier raus, nicht wahr? Was? Was soll... Geben Sie das her. Der Schlüssel zum Käfig. So kommen wir raus. So kommst. Kommen Sie hier lang. Er passt auf, dass ich nicht hier rauskomme. Das wird sich zeigen. Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Hier rausholen. Hier lang, kommen Sie! Warte! Schnell! Hol den Aufzug! Wieso? Was, rück den Knopf! Was ist denn hier los? Haben mich beobachtet? Die ganze Zeit? Warum? Warum hat man mich hier reingesteckt? Was bin ich? Was bin ich? Du bist das Mädchen, das aus diesem Turm hier rauskommt. Sei vorsichtig, Elisabeth. Woher kennen Sie meinen Namen? Nicht jetzt. Schnell! Ich renne! Hier oben ist eine Tür! Weg da, lass mich mal. Wohin? Rauf! Der hat die ganze Statue zerlegt. Wow! Halt, da ist er! Was ist denn das? Tilgen Sie die Schuld.
sind Sie da drin, DeWitt? Was wollt ihr von ihr? Wir hatten eine Abmachung. Sagt mir, was ihr von ihr wollt. Öffnen Sie diese Tür. Sofort. Wollt ihr ihr was antun? Sagt, was ihr vorhabt. Ist ja schon krass. Okay. Anna! Anna! Elizabeth, alles in Ordnung? Wo bin ich? Wieder unter den Lebenden. Hier, Moment. Es geht schon. Sie wären fast ertrunken, Sie... Ich sagte, es geht schon. Ich brauche nur einen Moment. Hören Sie das? Das ist Musik. Geh nur, ich muss nur... Okay, ich bleib nicht lang. Ich bleib nicht lang, Mr. DeWitt. Okay. Wo ist sie? Okay, das heißt... Erstmal hier ein paar Snacks nehmen. Hey, haben Sie eine junge Frau gesehen? Blauer Rock? Nein? Nein. Aber ich bin solo, falls du eine Begleitung suchst. Ja, nein, danke. Habt ihr eine junge Frau gesehen? Blauer Rock? Dunkles Haar? Sieh dir den an. Schlaf deinen Rausch aus, Trottel. Oh. Der Prophet weiß vielleicht, wie seine eigene Biografie enden wird. Aber ich weiß kaum, wie ich anfangen soll. Abgesehen von den Kindermärchen, die man in der Hall of Heroes zu hören bekommt, hat er nämlich sein Leben vor seiner Taufe, ich zitiere, am Flussufer zurückgelassen. Man wird mich einen Plagiator nennen, aber ich werde die ersten 30 Seiten lang nur die offizielle Version wiederkäuen. Ach so. Achso, haben wir jetzt bald meine Lebensenergie voll? Gucken wir mal, die irgendwas noch? Hier ist nix. Hey, haben Sie eine junge Frau gesehen? Wollen Sie mir etwas andrehen? Ich habe nämlich kein Interesse. Ich sagte junge Frau, nicht, dass du irgendwelche Drogen kaufen sollst, du Arschloch. Und die hier? Nein, sie guckt mich schon so fragend an. Hey! Ich suche eine junge Frau. Wer nicht, Bruder? Ja, okay. Ein Luftschiff. Damit könnten wir hier wegkommen. Plündern hier erstmal alles durch. Das ist doch alles Schwindel. Ich will nur einen fairen Lohn für meine Arbeit. Was ist alles Schwindel hier? Ach so, Maschinengewehr ist voll, okay. So, weiter geht's. Oh, ich wusste gar nicht, dass eine Tür aufgegangen ist. Oh, eine Sandburg. Kann man die kaputt machen? Nee. Ich bin mein eigener Herr. Okay. Was für ein
Vielleicht sollten wir beide einen Spaziergang machen. Es ist doch allgemein bekannt, was du für einer bist. Ja, genau so einer ist er. Munition am Strand, das ist okay. Seht ihn euch an, Ladies. Wirklich ein Jammer, dass dem keiner eine hübsche Badehose kauft. Ja. Yeah. Er ist dein Bruder. Sie in die im echten Leben. Diese Idioten. Man sollte sie abzaubern. Also, das ist jetzt aber da windig. Okay, also dann. Ihr seid stark. Betteln verboten, Kumpel. Hast du die Schilder nicht gesehen? Tut so, als wärt ihr Herkules. Jawohl! Gut so. Okay, Miss. Jetzt die Hand etwas weiter oben auf sein Bein. Die Leine. Drehen. Rechts. Links. Da lang. Das ist typisch Vox Populi. Die Iren und die Neger aufhetzen. Okay. Ach, dahin sollen wir. Ja. Oh, jetzt hab ich gedacht, irgendwas springt mir entgegen. Ey, Kleine. Ach. Hätte ich jetzt Musik an, wäre auf jeden Fall hier Kleine. Was gewesen. Ey, Kleine. Kleine. Elisabeth. Hallo. Oh, das ist wundervoll. Tanzen Sie mit mir, Mr. DeWitt. Ich tanze nicht. Los, komm jetzt. Wieso? Was könnte schöner sein als das? Naja, wie wär's mit Paris? Paris? Wie? Ich verstehe nicht. Wie kommen wir dorthin? Naja, dieses Luftschiff fliegt dorthin. Aber wenn du lieber weiter tanzt... Nein, gehen wir. Kommen Sie. Los. Jetzt auf der Stelle. Ich bin frei. Kaum zu glauben, aber wahr. Oh, riechen Sie das? Diesen Geruch kenne ich nicht. Sie vielleicht? Die Strände, die ich kenne, riechen für gewöhnlich anders. Ja. Mr. DeWitt, Comstock. Hab von ihm gelesen. Es heißt, er kann in die Zukunft sehen. Gibt man einem Mann Macht, hält er sich gleich für den Größten. Er gefällt mir nicht. Was gefällt dir nicht am Propheten? Sein Blick? Können wir gehen? Ja, gleich. Nachdem Papa ganz schnell hier alles soweit durchsucht hat. Ich mach schnell. Versprochen. Sieht aus, als wären wir reich, Mr. DeWitt. Nur ein bisschen, ja. Ach, dieser Sturz ins Wasser hat ihn nicht gut getan. Ich suche etwas, was vielleicht die Schmerzen lindert. Oh, schön. Okay, sie sucht mir etwas, was die Schmerzen lindert. Ja, danke schön. So. Ah, der Papa ist schon so weit aufgefüllt. Ist schon mal sehr gut. Mr. DeWitt, hier. Vogel? Oder den Käfig. Oder vielleicht den Vogel. Nichts geht über den Käfig. Die zwei schon wieder. Wie... Schon gut. Nimm den Vogel. Mach Elisabeth auf dich aufmerksam. Sehen Sie mal, die sind doch toll. Welcher gefällt Ihnen besser? Der hier oder der? Der Vogel ist wunderschön und der Käfig ist traurig, aber er hat schon etwas Besonderes. Ich kann mich nicht entscheiden. Den rechten. Ganz sicher? Sicher. Der Vogel ist toll. Find ich schön. Überraschend. Ende. Mein Tipp war der Käfig. Wenn du ein schlechter Verlierer sein willst, mache ich das nicht mehr. Das ist reine Sophisterei. Oh mein Gott. Mein Gott. Ich verstehe das. Sehen Sie. Alles in Ordnung? Da war ich zu Hause. Wir sollten verschwinden. Los. Der Prophet sieht. Er sagt uns, was ihm weise scheint. Das ist schon alles in Ordnung. Ach, wir sind ja auf einer Insel, wo das Wasser runter... Okay. Ja.
Wir gehen in Songbird, als es passiert ist. Derzeit weiter. Was mich interessiert ist, wieso ist nie ein Handyman? Stellen Sie bitte sicher, dass Sie einen Ausweis mit Foto vorweisen können. Arme nach oben. Fingerspreizen. Okay. Stehen an. Hey, Bulle! Zieh dir den an! Halten Sie still! Das ist verdächtig, wenn du mich fragst. Ach, das Ding ist versperrt. Was machst du da? Sie sind lustig. Wonach sieht's denn aus? So. Wo hast du gelernt, Schlösser zu knacken? Gefangen in einem Turm? Nichts als Bücher und Freizeit? Sie würden staunen, was ich alles kann. Ja, das merke ich gerade. Trotzdem durchsucht Papa hier schnell mal alles. Auch nichts gefunden. Okay, weiter geht's. Komplizierte Arbeiten kann ich gleich selbst machen. Oh, hallo, Sir. Achten Sie nicht auf mich. Ist bloß dummes Zeug. Alles nur Blödsinn. Ach so. Eine 200 Sachen, okay. Hey, ich habe diese Silver Eagles gefunden. Dort drüben ist ein Verkaufsautomat. Vielleicht gibt's da was für Ihre Gesundheit. Ist vermutlich eine gute Idee. So, da ist mir gerade das Spiel abgeraucht. So, jetzt probieren wir es nochmal, den Automaten anzuquatschen. Läuft, super. Aber Gesundheit ist voll. Munition, ja, auch alles voll. Ist okay. Eine Garantie? So, wir gucken, ob hier noch was ist. Leer. Alles mitnehmen, ist okay. Und weiter geht's hier. Ach, die Toilette der Schwarzen hier bestimmt. Ja, das Alkohol, das wollen wir hier nicht saufen. Was denn? Stinkt es dir hier? Ja, eindeutig. Sie haben hier nichts verloren, Sir. Gehen Sie lieber, sonst bekommen wir noch beide Ärger. Aber das, was da steht, ist schon mal ganz nett. Life is in nothing. Ah ja. Ja, wir gehen ja schon. Bitte, Sir. Bitte. Wenn man sie hier findet. Mist, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Ich habe mir gar nicht aufgepasst. Wie ist ihr Name? Weiß ich nicht. Sieht auf jeden Fall sehr nett aus, die Kleine. Mr. DeWitt, Mr. DeWitt! Hä? Es besteht kein Grund zur Sorge. Mr. Fink schickt dies mit besten Grüßen. Okay. Ausrüstung anlegen. Vergleichen, J. Beim Verbleiben wird die komplette Gesundheit wiederhergestellt. Ach so, beim Wiederbeleben. Ach so. Neu. Nahkampfkills. Verleihen Gesundheit. Ja, tja, was bringt. Was Mr. Fink auf Sie bringt? Ihre Wildheit, Mr. DeWitt. Okay. So. Was haben wir hier? Spielautomaten oder was? Bist du ein Schlaukopf? Oder ein Schwachkopf? Okay. Wenn ein Schlaukopf eine verdächtige Person sieht, meldet er sie sofort bei den Behörden. Wenn ein Schwachkopf eine verdächtige Person sieht, ignoriert er sie und widmet sich lieber seinem neuen Roller. Drum denk immer daran, sei kein Schwachkopf. Ah, ja, okay. Zuckerwatte könnte ich jetzt am liebsten essen. Wird's nicht mitkommen? Kommen Sie! Lassen Sie sich mit unserem Landesvater fotografieren! Mit. Okay. Da hoch. Okay, kommen wir gehen hoch. Fotografieren! Zeigt eure Treue zu Flagge und Nation! Den Himmel beugte Comstock das Knie und sah in seiner Prophetie ein Eden schweben dort im Dunst. Von der Welt verleugnet,
doch mit des Himmels Gunst. Okay. Na gut, gehen wir mal weiter. Ich bin nicht da, ich bin nicht da. Gut. Annabelle? Wie bitte? Annabelle, ich bin's, Esther. Oh nein, ich bin nicht Annabelle. Ganz sicher? Mein Name ist Elizabeth. Kennen wir uns? Elizabeth? Das ist ja ein ganz reizender Name. Das war ja seltsam. Okay. Letzter Kunde. Der Park schließt. Der Park schließt, Leute. Oh, Verzeihung. Ja, diese Schuhe gehören wirklich mal geputzt. Ich hab wohl nicht Vorsicht, hier ist frisch gekehrt. Elizabeth heißt sie. So. Haben Sie Sauerkraut? Sauerkraut? Was? Ich glaube schon. Dann, einmal bitte. Was macht das? Ich weiß nicht. Einen Silberigel. Ich vermute, er hat eine Waffe. Er ist bei ihm. Hey. Klar. Wir schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Zwei Tickets für die Fahrt zum Luftschiff First Lady. Ja, Augenblick, Freund. Okay. Ja, hab ich. Wie wollen Sie vorgehen? Und schnell, wenn's geht. Hey, Mister. Sie werden den Anzug noch mit Senf verstanden. Ich rufe wieder an, sobald alles klar ist. Das gefällt mir nicht. Ja, schick den Vogel. Wir sind bereit für den Zugriff. Entschuldigung, wird man hier mal bedient? Sicher, Sir. Sorry wegen der Warterei. Was soll das? Stopp sie! Gehen Sie weg von mir! Haltet ihn auf! Lade nach! Ich bring dich um! Okay, er hat sich selbst umgebracht. Geil. Du kommst nicht weit. Waffe weg! Elizabeth, wo bist du? Wo ist sie? Okay. Also ein schöner Hinterhalt. Sehr schön gemacht. Nur 18 Schuss. Von der Schrotze. Na toll. Oh, was ist das? Das ist der Moment, für den wir geübt haben. Der falsche Hirte ist hier. Der genaue Tag war nicht klar. Aber wieder einmal beweist sich die seherische Kraft des Propheten. Die Zielperson unserer Aktion muss lebend gefasst werden. Stirbt sie, stürzt sich der Vogel auf uns. Und der hinterlässt nur namenlose, zerfetzte Körper. Das war schon die sechste Zigarette. Das Warten ist unerträglich. Okay. Achso, Maschinengewehr zu nehmen. Okay. Ja, ich weiß nicht. Ist Schrotflinte oder Maschinengewehr? Ach komm, wir nehmen mal jetzt die Schrotflinte mit. Ist okay. Na toll. Kernklang? Oh, Nase juckt. Okay, geht schon, geht schon.
Gesundheit, sehr schön. Wir hauen jetzt noch mal ein bisschen Zauber. Ich fühle mich schon besser. Sonst ist, glaube ich, nichts mehr hier. Oh, okay, hier ist noch was. Ah, sieht gut aus jetzt. Sieh hier. Okay. Leer. Oh, hier ist nochmal ein Tonband. Monate und Jahre wurden zu Erinnerungen und die Männer im Kongress bekehrten sich zum Guten. Und durch menschliche Technologie und Geld aus Washington schuf der Herr Columbia nach seinem Willen und erhob die Stadt weit über das Sodom unter uns. Mist, wieder Alkohol erwischt. Na gut. Bleib einfach, wo du bist. Oh, da oben. Bleiben Sie mir vom Leib. Hey, komm zurück! Okay. Sie haben diese Menschen getötet. Ich kann es nicht fassen. Sie sind alle tot. Sie haben sie umgebracht. Elizabeth, ich... Sie sind ein Monster. Was hast du denn gedacht, was passiert? Was? Hast du eine Ahnung, was diese Leute auf sich genommen haben, um dich in diesen Turm zu sperren? Glaubst du, Leute wie die lassen dich einfach gehen? Du bist ein Investment. Und du bist erst sicher, wenn du weit weg von hier bist. Was wollen die von mir? Keine Ahnung. Aber ich lasse mich ganz bestimmt nicht mehr so überrumpeln. Ja. Zeigen Sie mal die Hand. Was da eben passiert ist, war noch nicht alles, habe ich recht. Ich weiß es nicht. So. Na, wenn das so einfach gehen würde. Da muss ich mich wohl dran gewöhnen. Ich habe einiges über Medizin gelesen. Ich werde versuchen, sie mit Heilmitteln zu versorgen. Und wenn die Wunde mal tiefer geht, versuche ich sie fürs Diesseits zu bewahren. Das ist sehr nett, aber ich wurde doch angegriffen. Ich wollte nur ein Ticket holen. Mehr Geld. So. Okay. Okay. Die findet Kohle. Gut zu wissen. Ob wir noch ein paar Sachen finden. So. Einmal alles absolut. Oh, eine Karte gibt's hier. Okay. Battleship Bay. Finden wir hier irgendwas drauf? Battleship Bay. Da. Hier sind. Nehmen wir mal. Die ist da. Da. Irgendwas mit Feld. Nee, warte mal, hier ist ein Adler. Da. Da ist der Adler. Okay. Was denn? Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen, aber ist okay. Ah, wahrscheinlich zu diesem Luftschiff da oben. Okay. Wir durchsuchen nochmal schnell hier alles. Ob wir irgendwas Brauchbares finden. Dann gehen wir gleich weiter. Okay. Der hat Möwen gejagt. Oh, eine Tasche, sehr schön. Hier, für die Kasse. Yeah.
Ne, das ist alt. Den lasse ich mal weg, den vom Alk. Finger. Okay. Die findet Cola. Ja, erstmal nachladen. Okay. Noch irgendwas Nützliches? Nö. Mal, haben wir den schon? Ja, okay. Dann weiter geht's. Wir sind schon am Ende des Levels. Okay, da wir jetzt am Ende des Levels sind, dann werden wir auch Ende der Folge machen. Ja. Dann würde ich gleich behaupten, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder, wenn wir hier... Ja. Keine Ahnung, Frosch, Adler, reingehen, keine Ahnung, werden wir dann mal sehen. Ja. Bis dahin wünsche ich euch erstmal einen schönen guten Abend und noch alles Gute und bis dahin erstmal ciao, ciao euch.